rechtsextreme Chatgruppen, gestohlene Munition und Vorwürfe rassistischer Äußerungen. Berichte über Verfehlungen in deutschen Polizeibehörden sorgen immer wieder für Empörung. Aber ist Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei tatsächlich weiter verbreitet als im Rest der Gesellschaft? Der ehemalige Bundesinnenminister Seehofer hatte eine Studie zu diesem Thema abgelehnt. Doch seine Nachfolgerin, die Sozialdemokratin Nancy Faeser, hat sich den Kampf gegen Rechtsextremismus zu ihrer Hauptaufgabe gemacht und will nun auch wissenschaftlich erforschen lassen, wie groß rechte Umtriebe in der Polizei sind. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Politikwissenschaftler und ehemaligen Verfassungsschutzmitarbeiter Dr. Thomas Grumke. Er forscht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen zu politischem Extremismus in der Aus- und Fortbildung bei den Sicherheitsbehörden. Schönen guten Tag, Herr Grumke. Schönen guten Tag. Wie in fast allen anderen Berufsgruppen auch, gibt es auch bei der Polizei Rechtsextreme. Wie groß ist das Problem wirklich? Ja, es gibt, wie Sie ja schon gesagt haben, keine Studie über den tatsächlichen Problembestand, sage ich mal, ja, also über das Aufkommen und Vorkommen von Rassismus und Extremismus in den Sicherheitsbehörden. Das wird sehr wahrscheinlich sich bald ändern. Und insofern kann man nur sagen, dass jeder Fall einer zu viel ist und selbstverständlich Rassismus in der Polizei völlig inakzeptabel ist und natürlich auch gegen den Diensteid verstößt. Jetzt hat ja Bundesinnenministerin Faeser diese Studie angekündigt. Was versprechen Sie sich denn davon? Ja, also es ist ja so, dass an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster tatsächlich ja schon eine Studie in Auftrag gegeben wurde von dem alten Innenminister. Man muss jetzt mal abwarten, wie das Design dieser Studie ist. Da sollte ja sozusagen diese Untersuchung von Rassismus eingebettet werden in eine größere Untersuchung. Ich bin jetzt nicht sicher, ob die neue Innenministerin das nochmal verändern möchte und ob sie da jemand anderes noch mit beauftragen möchte. Und insofern muss man erstmal auf das Design dieser Studie warten, um da eine Auskunft geben zu können. Jetzt ist Rechtsextremismus ja nur eine Form des politischen Extremismus. Gibt es denn in der Polizei auch noch andere Fälle politischen Extremismus? Naja, es ist ja so, dass aufgrund der ideologischen Anlage, sage ich mal, des Linksextremismus relativ unwahrscheinlich ist, dass aktive Linksextremisten sich für den Polizeidienst bewerben und erwärmen würden. Mir ist auch kein Fall in dieser Hinsicht bekannt, was den Islamismus anbetrifft. In der Tat, also da hat es sehr vereinzelt Fälle gegeben, aber in der Tat ist es auch so, dass eben der Löwenanteil der extremistischen Vorfälle, die bekannt sind, aus dem Rechtsextremismus kommen. Aber woran liegt das denn, dass sich eher linksgerichtete Personen nicht für den Polizeidienst erwärmen können? Die könnten ja dann quasi auch das Innere des Polizeilebens verändern, indem sie sich dafür bewerben würden. Warum zieht der Polizeidienst vor allem eher rechter gesinnte Menschen an? Ja, nun, man könnte annehmen, dass es daran liegt, dass tatsächlich Personen aus dem rechtsextremistischen Spektrum davon ausgehen, dass sie eben mit ihrer grundsätzlich autoritär strukturierten Persönlichkeit hier besonders gut aufgehoben sind. Das ist ja auch ein Problem, was zum Beispiel die Bundeswehr auch hat, ja, dass vielleicht der Umgang mit Waffen, der Umgang eben sagen wir mit hierarchischen Strukturen in diesem Bereich leichter fällt. Das ist aber natürlich immer nur in einer totalen Unkenntnis, wie die moderne Polizei tatsächlich aufgestellt und organisiert ist. Ja, also Linksextremisten haben ja nicht umsonst Parolen geprägt wie eine ACAB, wie es bekannt ist, All Cops are Bastards. Ja. Und das ist natürlich dann eine Szene, wo es nicht zu erwarten ist, dass hier Menschen in die Polizei drängen. Ja. Welche Rolle spielt denn der Chorgeist, den Sie auch schon so ein bisschen angesprochen haben, also dieses Hierarchische bei der Aufklärung? Ja, das ist tatsächlich etwas, was auch eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Da hat ja der Kollege Raphael Bär von der Polizeihochschule in Hamburg sehr wichtige Vorarbeit geleistet, was die Identifizierung von Polizistenkultur, ja, aus dem amerikanischen Cop Culture anbetrifft. Und man differenziert hier zwischen der Polizeikultur und der Polizistenkultur.
die Polizeikultur eben als die offizielle Linie der Polizei mit allen Erlassen und allen Regeln, die dort auch an der, die wir zum Beispiel auch an der Hochschule natürlich vermitteln. Und eben die Polizistenkultur, die dann vor Ort gelebt wird. Und das muss nicht immer übereinstimmen. Ja, und da tun sich dann möglicherweise Lücken auf. Und da kann ein Ansatz sein, wo eben diese Probleme gepackt werden können, sage ich mal. Ja, dass also eben auf der Ebene der Polizeikultur vollkommen klar ist, dass Rassismus, Extremismus inakzeptabel oder teilweise natürlich auch strafbar ist, ja, in Einzelfällen, eben aber auf der Ebene der Polizistenkultur möglicherweise hier andere Dynamiken wirken, wo dann eben das Anschwärzen oder teilweise sogar als Verrat bezeichnete Melden von solchen Fällen eben schwerer wiegt als der Fall selber. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass jemand etwas meldet, dann wird das ja auch von der Polizei wiederum kontrolliert. Also die Polizei kontrolliert sich ja oft in diesem Fall selber. Müsste es nicht mehr unabhängige Kontrollinstanzen geben, die dann nochmal von oben da das Ganze sich anschauen? Naja, was heißt unabhängig? Also es gibt hier ja eine ganz lebendige Diskussion darüber, wie das am besten organisiert werden sollte. Sie haben also natürlich hier einen wichtigen Punkt angesprochen, dass wenn die Meldung innerhalb der Polizeihierarchie geschieht, das natürlich problembehaftet ist, ja, weil das natürlich Teil auch dieser polizeilichen Hierarchie ist und dann möglicherweise, wenn es schlecht läuft, in diesem Bereich der Polizistenkultur dann wieder fällt, ja. Es gibt Länder, wo es einen Polizeibeauftragten dann im parlamentarischen Raum gibt, der dann eben nicht in der Polizeihierarchie oder im Innenministerium angebunden ist. Und es gibt durchaus Vor- und Nachteile. Wenn das eine Person oder eine Struktur ist, die sich dann auch in der Polizei auskennt und die von der Polizeihierarchie auch anerkannt wird, dann kann das eine sehr gute Lösung sein, aus meiner Sicht. Wenn das natürlich eine Symbolfigur ist, die sich überhaupt nicht in der Hierarchie, also in diesem ganzen Metier, und Polizei ist wirklich ein sehr spezielles Metier, auskennt und dort nicht akzeptiert wird, dann wird sich da auch niemand melden. Ja, also insofern muss das dann auch wirklich personell so aufgestellt sein, dass das funktioniert. Aber dann gehen wir nochmal zurück zu dieser Studie, die die Innenministerin jetzt durchführen lassen will. Da haben wir doch das gleiche Problem, dass dann da akademische Leute in den Polizeidienst kommen und akademische Fragen stellen und vielleicht auch nicht richtig durchdringen können. Vielleicht kann diese Studie auch gar nicht das wirkliche Leben abbilden, weil eben gewisse Vorbehalte auch bei den Befragten gegenüber diesen akademisch auftretenden Forschern herrscht. Ja, nun, das ist aber etwas, was in der sozialwissenschaftlichen Forschung jetzt keine Seltenheit ist. Ja, also sie werden auch bei der Erforschung ganz anderer Milieus und Gruppen natürlich nicht immer auf offene Arme treffen, die gerade da sozusagen darauf gewartet haben, erforscht zu werden. Ja, also das ist etwas, was die Sozialwissenschaft durchaus mitbedenkt. Und denken Sie zum Beispiel daran, die Erforschung jetzt der Querdenkergruppen oder Pegida vorher oder so, ja, das sind ja auch sehr, sehr schwierige Geschichten, wo man dann natürlich die entsprechenden Instrumente anwenden muss, die die Sozialwissenschaft hat, ne? Also die geht ja weit darüber hinaus, jetzt Fragebögen zu verteilen. Also insofern, ich bin da sicher, dass das da doch in guten Händen ist. Okay, jetzt ist Rechtsextremismus ja vor allem ein männliches Problem, auch in der Polizei. Gibt es dann aber auch Frauen, die da beteiligt sind? Also Rechtsextremismus ist eigentlich nicht per se ein männliches Problem. Also da die Zeiten sind auch allgemein im Rechtsextremismus vorbei. In der Tat ist es überwiegend immer noch ein Phänomen, gerade wenn wir in den gewaltförmigen Rechtsextremismus blicken, dass es ein männliches Phänomen ist. Also je gewalttätiger, desto männlicher. Auf der Einstellungsebene, da gibt es ja auch eine ganz breite Forschung, ist das schon lange nicht mehr so. Ja, da haben wir zum Teil eben wirklich Parität. Wenn es um rechtsextremistische Einstellungsmuster geht, sind Frauen exakt genauso vertreten wie Männer. Auch in der Polizei haben wir es durchaus auch mit Frauen zu tun, aber dort auch, wie es ja auch in der Polizei grundsätzlich ist, etwas unterrepräsentiert. Ja. Jetzt sind ja diese rechtsextremen Fälle Einzelfälle, das muss man ja so sagen. Aber gibt es denn, also von linker politischer Seite kommt ja häufig der Vorwurf, es gibt auch ein großes strukturelles Problem in der Polizei. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, mir gefällt ehrlich gesagt dieser Begriff Einzelfälle auch nicht, ne? Und auch der Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen hat das ja auch selber auch schon gesagt, dass dieser Begriff eigentlich nicht mehr zutrifft. Andererseits würde ich jetzt auch, es gibt dann ja sehr schnell Debattenbeiträge, die dann von strukturellem Rassismus sprechen und dergleichen mehr. Und da muss mir natürlich erstmal jemand erklären, von welcher Struktur er hier spricht. Ja, also auch da sehe ich ehrlich gesagt nicht genug Evidenz, weil darauf müsste man dann ganz anders reagieren. Dann müsste man ja die gesamte Struktur der Polizei ändern. Also ich kann Ihnen nur aus eigenem Erleben erzählen, ich bin Professor am Studienort Gelsenkirchen. Und Gelsenkirchen, natürlich mitten im Ruhrpott, ja, ist, also sozusagen meine Polizeikurse sind diverser als jedes sauerländische Dorf, das ich je betreten habe. Ja? Jetzt mal von anderen Dörfern in anderen Teilen Deutschlands mal ganz abgesehen. So, das müssen wir erstmal feststellen. Also die Polizei ändert sich auch von der, vom Personal her enorm. Ja? Nicht nur, dass wir natürlich jetzt viel mehr junge Frauen haben, die sich dort bewerben, sondern insgesamt Migrationshintergrund, auch eigene Migrationsgeschichte, ja? Menschen, die selber eingewandert sind noch als Kinder, ja, oder junge Menschen, gehen jetzt hier schon zur Polizei, ja. Und wir haben es hier also wirklich mit einer völlig neuen Generation Polizei zu tun, die, glaube ich, mit denen man auch eine ganz andere Debatte führen kann hinsichtlich Racial Profiling, Diskriminierung, alle diese Dinge, weil sie das zum Teil eben selber auch schon erlebt haben. Ja, also ich spreche ja mit meinen Studierenden genau über diese Fragen auch, und wenn dann Studierende da sind, die zum Beispiel arabische Nachnamen haben, ja, dann können die ihnen auch ein bisschen was erzählen, wie es bei der Wohnungssuche so zugeht und so weiter. Ja, denen muss man keine langen Vorträge über Racial Profiling und Diskriminierung halten, das kennen die. So, und das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn wir über diese Fragen sprechen, über die wir heute hier sprechen. Ja, und insofern bin ich doch sehr zuversichtlich, dass wir hier auch alleine schon aus der Polizei, also wenn wir von strukturierten, also rassistischer Struktur sprechen, also auch in der Personalstruktur der Polizei ändert sich hier in Nordrhein-Westfalen doch einiges. Wie sieht es denn im internationalen Vergleich aus? Vorwürfe gegen die Polizei gibt es ja auch in Nachbarländern wie Frankreich und auch in den USA natürlich. Wie steht Deutschland denn da? Gibt es hierzulande weniger Fälle von rechtsextremen Ausbrüchen als woanders, oder? Ja, also das ist tatsächlich, wenn man da, also mir ist jedenfalls keine komparative Studie, keine vergleichende Studie bekannt, die das tatsächlich schon mal untersucht hat. Man hört natürlich immer mal wieder von diesen und jenen Dingen. Was natürlich bekannt ist, dass Polizeistrukturen sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Also es wird, was zum Beispiel die unabhängige Polizeibeauftragte, die Sie ja angesprochen hatten, wird ja Dänemark manchmal als Vorbild genannt, wo tatsächlich ein außerhalb der Polizei liegendes Amt, wenn Sie so wollen, des Polizeibeauftragten installiert ist, die sich mit allen diesen Fragen sozusagen qua Amt beschäftigen, die auch einen eigenen Personalstab haben und die dann also eine eigenständige Untersuchung, gerade, also die haben sogar ähnliche Befugnisse wie hier Staatsanwälte, die also ermitteln können. Und dann tatsächlich dort auch eben tätig werden, entweder sogar auf eigene Initiative, wenn sie sagen, wir müssen da näher reinschauen, oder eben auf natürlich auf Hinweis. So, das ist natürlich etwas, was man sich anschauen kann, ohne dass man jetzt wüsste, dass die dänische Polizei jetzt besonders rassistisch wäre. Ja, das weiß ich nicht, aber man sieht, also andere Länder haben da schon eben andere Diskussionen. Und ich denke, man sollte da voneinander auf jeden Fall lernen, ja. Jetzt haben wir ja viel über Schlechtes geredet in der Polizei und in der Struktur. Aber als letzte Frage, alles in allem kann man der deutschen Polizei doch vertrauen, oder? Auf jeden Fall. Also ich kann es nur noch mal sagen, wir haben insbesondere, was den Nachwuchs betrifft, die beste Polizei, die wir in Deutschland je hatten. Das würde ich also einfach mal so behaupten. Die bestausgebildetste und tatsächlich insgesamt diejenige, die also sozusagen den größten Horizont hat, die am weltoffensten ist, die wir je hatten. Und insofern, trotz aller Problemfälle, die selbstverständlich besprochen werden müssen, die zum Teil natürlich auf jeden Fall auch geahndet werden müssen, bin ich also sehr der Meinung, dass wir hier
mit hoher Zuversicht und großem Vertrauen der Polizei gegenübertreten. Sie ist ein zentraler Bestandteil des Rechtsstaates und Garant der freiheitlichen Ordnung. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Grumke, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.